Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Parkbauprojekt hier in Jurassic World Evolution 2. Ich weiß, ich hatte eigentlich gesagt, dass ich mich jetzt erstmal auf Prehistoric Kingdom ein bisschen fokussiere, damit wir dort mit dem Park ein bisschen vorankommen. Aber ich habe momentan einfach wirklich viel Lust, Jurassic World Evolution 2 zu spielen. Und deswegen habe ich einfach nebenbei wieder mit einem neuen Park angefangen, habe das Ganze auch aufgenommen. Und ja, jetzt ist daraus auch ein Videoprojekt entstanden. Also es war eigentlich gar nicht geplant. Es ist aber ein Park in der Wüste von Arizona und ich habe das Ganze einfach mal Jurassic World Arizona genannt, ganz klassisch. Ich glaube, in Jurassic World Evolution 2 hatten wir auch noch kein Parkbauprojekt in der Wüste, deswegen ist das auch so ein kleines Highlight. Und ich habe mir als Ziel gesetzt, in dem Park mal ganz viel, ihr seht schon, ich arbeite ganz viel mit Mods natürlich, aber das Ziel war es halt, ganz viel Gebäude ineinander zu verschachteln und miteinander zu kombinieren, damit so eine ganz andere Optik entsteht, als halt diese Standardgebäude. Seht ihr jetzt zum Beispiel auch schon beim Eingang, da habe ich jetzt einfach diese Einschienenbahntunnel als Eingangsbereich benutzt sozusagen, so als Tunnel, wo die Besucher rauskommen. Das wäre dann sowas wie eine U-Bahn oder sowas. Und hier werdet ihr das dann gleich auch nochmal sehen. Hier plane ich nämlich das Eingangsgebäude. Das mache ich aus Beobachtungsgalerien. Ihr werdet auch gleich sehen, wie das Ganze funktioniert. Also ich kombiniere die halt so miteinander. Und ich glaube, jetzt kann man das schon ganz gut sehen. Also wenn man die so gegenüberstellt, ergibt das halt wie ein so großes Gebäude. Das habe ich halt auf beiden Seiten gemacht. Die Zäune benutze ich übrigens immer nur, damit die Gebäude auch wirklich gerade sind. Das geht mit Zäunen immer ein bisschen leichter, weil die halt in die Zäune so reinsnappen, diese Gebäude. Das links und rechts sind übrigens Toiletten. Sind ein bisschen kleiner als die Beobachtungsgalerien, haben aber das gleiche Dach. Und jetzt benutze ich einfach so einen Parkeingang, den kann man auch nur mit Mods platzieren. Und den platziere ich sozusagen oben drüber als Verbindung zwischen diesen beiden Gebäuden links und rechts. Und an den Seiten mache ich jetzt einfach nochmal eine, ich glaube, das ist so eine Brutstation aus dem Aviarium. Also ich habe mich da wirklich sehr viel ausgetobt mit den Gebäuden. Hat dann manchmal auch ein bisschen länger gedauert, weil ich dann halt immer darauf achten musste, dass wirklich alles gerade ist und sowas. Aber die Zeit konnte ich mir ja immer nehmen, weil das Ganze für euch ja im Speedbuild ist. Hier habe ich jetzt auch nochmal die Brutstation ein bisschen weiter nach hinten platziert. Die fand ich übrigens sehr passend, weil die an dieser schrägen auch diese Holzoptik haben. Deswegen haben die super zu dem bisherigen Gebäude gepasst. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Feuer in das Gebäude gemacht. Nämlich solche Jurassic Park-Fackeln. Das Ganze soll nämlich auch wieder bei Nacht schön aussehen. Und jetzt ging es schon an die Planung von dem ersten Bereich. Das ist sozusagen der Bereich, den man als erstes sieht, wenn man dann in den Park kommt. Da hatte ich das erste Gehege schon geplant für einen ganz, ganz kleinen Dinosaurier. Deswegen benutze ich auch keinen normalen Zaun, sondern einfach nur diese ganz normalen Betonbarrieren, die ja ungefähr so auf Bauchhöhe sind von den Besuchern. Das heißt, die Besucher können da so ohne Probleme rübergucken. Aber die Dinosaurier, die da reinkommen, sind so klein, dass die dort nicht ausbüchsen können. An die Ecken habe ich dann auch ein paar Lampen platziert. Das ist dann auch wieder bei Nacht sehr, sehr cool. Und das Ganze dann ganz fleißig einmal ganz drumherum gezogen. Immer schön versucht, möglichst gerade zu bleiben. Und am Ende habe ich den Weg dann nach links und rechts geführt. Ich will nämlich versuchen, einen Kreislauf später zu haben durch den Park. Dass man sozusagen am Anfang einmal rechts abbiegt oder links abbiegt und dann am Ende auf der anderen Seite wieder rauskommt. Natürlich darf auch eine Toilette am Eingangsbereich nicht fehlen. Diese passt optisch natürlich auch super mit diesem braunen Holzdach. Und ich habe hier in der Mitte eine Einschienenbahnstation geplant. Aber auch diese sollte ein bisschen besonders sein, denn ich habe es hier mal so geplant, dass die von der Höhe dann ein bisschen niedriger ist als die Standardstation. Das
Deswegen musste ich auch das Gebäude noch ein bisschen modifizieren. Also das mit diesen braunen Dächern hat wirklich sehr, sehr gut zusammengepasst, weil da gab es halt einige Gebäude, die man dann halt miteinander kombinieren konnte. Und links und rechts habe ich einfach erstmal Beobachtungsgalerien platziert. Dann mussten wir natürlich auch noch die Einschienenbahn mit einem Wegenetz verbinden. Ich bin dann später echt gespannt, ob die ganzen Läden dann auch funktionieren oder diese ganzen Fahrgeschäfte und sowas. Weil man kann die ja dann trotzdem auch unterirdisch mit dem Wegenetz anschließen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Aber ich weiß halt nicht, wie es dann aussieht mit den Besuchern. Ob die dann da im Boden verschwinden oder ob die die Gebäude gar nicht nutzen. Aber das war jetzt für mich auch nicht das Hauptaugenmerk, muss ich sagen. Ich wollte halt einfach von der Optik ein bisschen was anderes schaffen als dieses Standard Jurassic World Evolution. Auf den großen Platz in der Mitte vor dem Haupteingang habe ich auch einen Brunnen geplant. Wundert euch übrigens nicht, warum ich hier dann immer so viele Objekte platziere. Das kommt noch öfter vor, weil ich kann ja mit einer Mod die ganzen Sachen auch noch absenken und erhöhen und sowas und auch dann in den Boden versenken. Und wenn man in diesem Modus ist, kann man jetzt keine neuen Items platzieren. Deswegen platziere ich mir immer ganz viel und dann passe ich die halt an von der Position. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einmal um den Brunnen mit so Betonbarrieren das Ganze drumherum gezogen, aber alles so ein bisschen im Boden versenkt, damit die nicht ganz so hoch sind. Rechts und links habe ich dann auch nochmal so einen kleinen Streifen gemacht als Markierung für mich. Dort soll auch noch was hin. Habe ich nur halt jetzt gemacht, damit es dann später auch gleichmäßig ist. Aber jetzt erstmal kümmern wir uns um den Brunnen hier. Da habe ich mir dann so schöne Blumen mit Steinen geholt. Die habe ich dann auch im Boden versenkt, dass man das Beton nicht mehr sieht, was außen drum ist. Schon hat man auch so ein bisschen andere Deko. Ich habe hier auch wieder einige Mods verwendet. Die Modliste findet ihr unten in der Videobeschreibung, falls ihr das auch mal so machen wollt. Tut mir natürlich wieder jetzt sehr, sehr leid für die Konsolenspieler, das muss ich einfach sagen. Aber man muss es mir auch zugutehalten, das letzte Parkour-Projekt habe ich ja extra für euch Konsolenspieler ohne Mods gemacht. Und das ist auch sehr, sehr gut bei euch angekommen. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Drumherum kommen jetzt auch nochmal ein paar Lampen. Und auch noch so ein paar Büsche, die ich im Boden versenkt habe. Die habe ich dann an den Stellen nochmal platziert, wo mir das Ganze noch ein bisschen zu... Ja, wo man zu sehr den Boden noch durchschimmern sehen hat. Und jetzt seht ihr, warum ich hier diese beiden Streifen gemacht habe. Weil dort sollen auch nochmal so Blumenkübel hin. Und damit die auch gleichmäßig und gerade sind, habe ich mir halt diese Streifen platziert. Weil dann habe ich halt eine Linie, woran ich mich orientieren kann. Jetzt ist es nämlich genau gleich rechts und links von der Position. Und da das ein Jurassic World Park ist, darf natürlich auch dieses Schild nicht fehlen. Ich hätte es natürlich gerne in der Mitte gehabt, aber das ging leider nicht. Weil dann wäre unten dieser Weg zu gewesen mit dem Holztor, da wo die Besucher dann durchgehen sollen. Deswegen habe ich es einfach links und rechts gemacht. Und an diesen komischen Betonpillern da, die da auch noch waren, die fand ich eigentlich nicht so schön. Aber damit sie ein bisschen schöner aussahen, habe ich dort auch noch so Jurassic World Flaggen platziert, links und rechts. Dann sahen die nicht ganz so nutzlos aus. Jetzt könnt ihr es auch ein bisschen besser sehen mit dem Licht. Das hier ist übrigens Aviarien-Deko. Die kann man eigentlich nur an den Aviarien... Nicht Aviarien, Lagunen-Deko, sorry. An den Lagunen kann man die platzieren. Die habe ich hier einfach so als Säulen benutzt. In der Mitte. Dann kann man links durchgehen, in der Mitte durchgehen und rechts durchgehen als Besucher. Und ich habe dann auch noch mit ein paar Blumentöpfen das Ganze schöner gestaltet. Und dann hier auch nochmal solche kleinen Springbrunnen gemacht. Die sind dann auch bei Nacht nochmal richtig schön. Und hier habe ich dann sogar nochmal solche Spotlights gemacht. Die gibt es ja jetzt auch als Lagunendeko. Und mit den Mods kann man die halt auch außerhalb der Lagune platzieren. Das ist echt cool. Die Zäune mache ich hier übrigens auch wieder nur als Orientierung, damit die den gleichen Abstand haben und an der gleichen Position sind. Deswegen entferne ich den Zaun am Ende auch immer wieder.
Und jetzt ging es schon an das Gehege. Es geht hier alles ruckzuck. Da seht ihr übrigens auch schon die Dinosaurier, die da reinkommen. Die habe ich hier nämlich schon mal reinplatziert. Das sind Minbi. Und für die reicht so ein kleines Gehege auf jeden Fall völlig aus. Besonderheit für dieses Gehege ist, dass in der Mitte von dem Wasser halt ein Springbrunnen ist. Das hatte ich so auch noch nie gemacht. Ich hatte am Anfang übrigens auch ausprobiert, wie es wohl aussieht, wenn der Springbrunnen komplett im Stein versenkt ist. Dass sozusagen diese Wasserstrahlen aus dem Stein rausspritzen, fand ich optisch nicht ganz so schön. Deswegen habe ich das dann hier so gemacht, dass der Springbrunnen schon noch da oben drauf ist und so ein bisschen rausguckt, aber nur so ganz leicht. Hier habe ich dann auch wieder so einen Jurassic World Banner gemacht. Der bringt dann auch nochmal ein bisschen Licht an den Weg und an das Gehege. Und ich habe hier dann auch wieder diese grauen Steine benutzt, die ja eigentlich keine normalen Steine sind, sondern einfach solche Deko-Dinger. Aber es ist halt ganz cool, wenn man die im Boden versenkt. Dann hat man nochmal eine ganz andere Steinvariante, die man verwenden kann. Da gibt es ja auch diese Variante mit den gelben Blümchen und diesem, ja, bisschen Grün da noch dabei. Halt auch nochmal ganz cool. Jetzt das Ganze auch noch schön mit den Büschen ein wenig grüner machen. Und auch noch ein paar Wüstenfelsen dazu. Wird das halt alles so ein bisschen in Kombination gemacht. Ein paar graue Felsen und dann diese Wüstenfelsen. Die habe ich meistens dann auch noch sehr in den Boden versenkt, damit ich so ein bisschen kleinere Steine habe. Dann noch hier so ein bisschen der Feinschliff. Und noch weitere Jurassic World Banner. Hier habe ich übrigens immer abgezählt, damit die auch gleichmäßig platziert sind. Und jetzt war das Gehege soweit für die Bewohner fertig. Die habe ich dann noch ganz schnell darüber gezogen. Und jetzt ging es auch darum, noch das Drumherum so ein bisschen zu gestalten. Da habe ich das auch dann so ein bisschen hügeliger gemacht und noch einen kleinen See gemacht. Und da, wo es hügelig ist, natürlich mit dem Felsbrush das Ganze angepinselt. Da kann man ruhig wieder auch ein bisschen stärker anpinseln, als es am Endeffekt sein soll. Weil ihr müsst ja immer bedenken, wenn man dann später noch Büsche und Bäume und so platziert, wird das ja nochmal wieder ein bisschen grüner und weniger felsig. Aber erstmal machen wir es noch mehr felsig mit ein paar Felsen. Da wollte ich aber auch nicht zu sehr übertreiben, deswegen habe ich die auch wieder gut im Boden versenkt. Immer nur so ein bisschen rausgucken. Und jetzt kommen, wie gesagt, noch Büsche und sowas dazu. Dann seht ihr auch schon, dass da wieder viel Fels verschwindet. Und in der Mitte habe ich dann auch nochmal diese Blumenkästen gemacht. Wieder schön tief im Boden versenkt, dass sie nur so ein bisschen rausgucken. Und dann ging es wieder weiter daran, Berg drumherum ein wenig höher zu ziehen. Dann wieder einige Büsche. Und wieder einige Felsen. Das ist hier übrigens auch wieder so, dass man wieder erst alle Objekte platzieren muss und dann kann man die erst absenken. Deswegen wundert euch da nicht, wenn ich immer jeden Fels sozusagen zweimal anfasse. Aber ist ja nicht schlimm.
habe ich mich dann sogar jetzt noch dazu entschieden, einiges an Palmen zu platzieren. Aber das fand ich irgendwie dann doch ein bisschen schöner, als wenn das dann so ganz so mega trocken ist. Weil es ja immer noch ein Besucherpark, wo sich die Besucher wohlfühlen sollen. Und die Palmen haben da halt so ein bisschen von der Atmosphäre her beigetragen, dass es da halt besucherfreundlicher aussieht. Jetzt könnt ihr es wirklich ganz gut sehen. Es geht dann halt der Weg nach links und nach rechts weiter. Und ich habe dann auch schon hinter der Einschienenbahnstation das Gelände schon mal ein bisschen angepasst. Da habe ich mich auch nochmal dazu entschieden, ein bisschen Wasser hinzuplatzieren. Ich habe auch immer versucht, ein bisschen mit Höhenunterschieden zu arbeiten, auch mal das Ganze ein bisschen abzusenken. Dann wäre ein bisschen hoch, dann wirkt es halt alles ein bisschen natürlicher. Ansonsten ist hier das Prozedere natürlich relativ identisch wie davor auch schon. Einige Felsen, jetzt wieder einige Büsche. Und auch natürlich Palmen. Und jetzt nochmal mit dem Terrain-Tool das Ganze ein bisschen anpinseln, dass es auch noch ein bisschen felsiger und sowas wird. Und jetzt ging es schon daran, die Einschienenbahnstrecke zu planen. Da gibt es sogar einen kleinen Trick mit den Mods, denn wenn man das Ganze connected miteinander, dann kann man die gesamte Strecke und den Streckenverlauf komplett absenken. Das ist ohne Mods halt gar nicht möglich, sonst hat man halt immer diese mega hohe Einschienenbahn. Und so kann man es halt auch wirklich eine schöne flache Strecke machen. Vielleicht gehe ich auch nochmal richtig bodennah, dass es dann wie so ein Zug quasi ist. Das können wir dann später ja noch vielleicht mal so als Zug durch ein Gehege oder so führen, könnte ich mir vorstellen. Wäre bestimmt cool. Vor die Einschienenbahn habe ich dann auch wieder mit den Blumen hier gearbeitet. Wundert ihr euch hier übrigens nicht, diese ganzen Sitzmöglichkeiten, die entferne ich gleich noch. Das war mir dann noch ein bisschen zu viel. Und ja, Leute, das ist jetzt hier noch so ein bisschen der Feinschliff vom ersten Bereich. Ich bedanke mich jetzt schon mal vielmals bei euch fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like auf jeden Fall freuen und auch über einen netten Kommentar für den Algorithmus, das wäre mega nice. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen angenehmen Tag und hier sind noch mal ein paar Cinematic-Aufnahmen.